Hi, ich bin Marco von iDog. In diesem Video zeigen wir dir, wie du die Rückseite deines OnePlus 6 selber tauschen kannst, wenn zum Beispiel die Rückseite gebrochen oder gesprungen ist. Die Reparatur ist etwas schwieriger, da das Backcover stark verklebt ist und du benötigst ca. 60 Minuten. Für die Reparatur empfehlen wir folgendes Werkzeug. Mehrere Hartplastikplektren, einen Saugnapf, einen Stahlspatel, eine ESD-Pinzette und einen Plastikspatscher. Außerdem benötigst du einen Heißluftföhn oder alternativ einen Haartrockner, um stark verklebte Teile lösen zu können. Zum Lösen des Backcovers empfehlen wir ein flexibles, dünnes Werkzeug aus Kunststoff, wie zum Beispiel das iPlastic. Das Ersatzteil findest du unten in der Infobox verlinkt und das wichtigste Werkzeug findest du in unserem Reparaturset. Auf unserer Internetseite idog.eu findest du diese Anleitung mit detaillierten Fotos und Videos für jeden einzelnen Schritt. Wenn ihr Fragen habt, nutzt einfach die Kommentarfunktion. Und jetzt viel Spaß bei der Reparatur. Schalte dein Gerät vollständig aus, um es bei der Reparatur vor Schäden durch Kurzschlüsse zu schützen. Erwärme als erstes das Backcover mit Heißluft. Du kannst auch einen gewöhnlichen Haartrockner benutzen. Ist der Kleber erwärmt, löst er sich leichter und du kannst das Rückglas so einfach entfernen. Am einfachsten kannst du das Rückglas mit einem flachen, biegsamen Werkzeug wie dem iPlastics oder iFlex lösen. Erwärme die Stelle, an der du beginnst und setze dein Werkzeug zwischen Rückglas und Rahmen ein. Findest du keine Öffnung, kannst du auch versuchen, mit einem Saugnapf das Backcover nach oben zu ziehen. Versuche, das Backcover möglichst im Ganzen zu entfernen und nicht weiter zu brechen. Pass auf, dass keine Glassplitter ins Innere des Gerätes gelangen. Setze, falls nötig, mehrmals an und erwärme zwischendurch immer wieder. Das Rückglas zu lösen kann ein bisschen dauern. Lass dir lieber etwas mehr Zeit und arbeite sorgfältig, um nichts kaputt zu machen. Wenn das Werkzeug einmal eingeführt ist, führe ein Plektrum in den Spalt ein, um ihn offen zu halten. Ziehe dann das Werkzeug um den gesamten Rand entlang, um den Kleber nach und nach zu lösen. Erwärme dann die nächste Stelle, an der du arbeitest, und schiebe nach und nach die anderen Plektren ein. Schiebe das iPlastics nicht zu weit ins Gerät. An der Seite vom Standby-Button geht ein Flexkabel relativ am Rand lang. Wenn das Backcover überall gelöst ist, hebe es nun leicht an und klappe es zur Seite um. Der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite ist noch mit einem Kabel verbunden. Löse den Klebestreifen über den Abdeckblech. Entferne dann die Abdeckung über den Konnektor. Die Abdeckung ist nur leicht mit dem roten Gummiteil eingehakt. Trenne anschließend vorsichtig den Konnektor mit dem Spatscher und entferne das Backcover. Der Fingerabdrucksensor ist auf das Backcover geklebt. Erwärme den Kleber und hebe vorsichtig das Flexkabel ab und am Rand des Sensors entlang, bis er sich löst. Prüfe, ob dein Ersatzteil die Abdeckung für die Kamera und das Blitzlicht verbaut hat. Wenn nicht, musst du diese noch übernehmen. Entferne alle Folien über den Klebeflächen und der Kameraabdeckung. Pass auf, dass dir kein Staub oder Fingerabdrücke auf die Innenseite gelangen. Setze den Fingerabdrucksensor in seine Öffnung und drücke ihn fest, damit er verklebt. Entferne alle Klebereste auf den Rahmen, damit das Backcover richtig verklebt werden kann. Lege dir das Backcover neben das Gerät. Positioniere das Kabel des Fingerabdrucksensors über seinen Kontakt am Mainboard und schließe es an.
Bevor du das Gerät wieder endgültig verschließt, solltest du es testen. Schalte das Gerät ein und prüfe zuerst den Bildschirm. Schiebe eine App am Rand und im Zickzack über das Display, um sicherzugehen, dass der Touchscreen auch an allen Stellen einwandfrei reagiert. Teste außerdem die minimale und maximale Helligkeit. Teste die vordere und hintere Kamera und das Blitzlicht. Rufe jemanden an, um Mikrofon und Hörmuschel zu testen und probiere den Fingerprint-Sensor aus. Drücke das Backcover fest auf den Rahmen des Gerätes. Klemme das Gerät zum Beispiel zwischen ein paar Bücher und gib dem Kleber eine Stunde Zeit, um richtig fest zu werden. Die Reparatur ist jetzt abgeschlossen und ich hoffe, es hat euch richtig Spaß gemacht. Fragen, Anregungen und Hinweise könnt ihr gerne in die YouTube-Kommentarbox schreiben. Wir helfen euch da gerne weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert uns und lasst uns einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal.